Ja, hallo. Hallo? Hallo, schönen Abend, Dieselberg von Stromwerken. Ja. Melde dich bei Kur. Ja, Rakesh Kohli hier, hallo. Super. Super. Und zwar geht es darum, Sie hatten ja vor einiger Zeit mal Ihren Stromtarif optimiert bekommen Was habe und ich wollten bitte? fragen, Ihren Stromtarif vor einiger Zeit optimiert bekommen und wollten fragen, ob denn da alles in Ordnung war. Wann ist das gewesen? Das war vor knapp einem Jahr. Das war die Senkung ihrer Netzkosten über die Stadtwerke Husum. Habe ich das damals mit Ihnen gesprochen? Weil ich habe immer so viele Leute am Telefon, ich kann mich gar nicht erinnern. Nein, das hat damals die Stadtwerke für Sie gemacht. Ach so. Und jetzt wollen Sie das wieder Wir rufen machen? halt an. Genau, wir rufen jetzt erstmal an zu fragen, war denn bisher auch alles in Ordnung oder gab es irgendwelche Probleme? Also das ist, wir hatten letzte Woche, da habe ich mich auch, rufe Sie an wegen den Beschwerden, weil da ist der Strom weg gewesen. Sind Sie denn Manager? Nee, also wir arbeiten. Wenn ich der Manager wäre, dann würde ich nicht mit Ihnen telefonieren. Ja Dann doch, weil würde ich habe ja geschrieben, ich möchte mal mit einem kompetenten Mensch reden. irgendwo. Kompetent bin ich. Sehr gut. Also was, Also nur. aber Sie rufen nicht wegen Schadenersatz an? Nee, das leider Ach nicht. Da so, weil müssen Sie sich an die das. Schadensersatzteilung wenden. No, Wir weil ich rufen dort, habe. um so kurz zu erklären, worum es ging. Ja, das sind Da gab solche. es Die gab ja sind. Unwetter in der Ja. Zeit und dadurch ist eine Stromleitung beschädigt worden. Ja, das habe Und ich gemerkt. dadurch waren sie nicht der Einzige ohne Strom. Aber das ist ja nicht deswegen gewesen. Die habe was gemacht bei den Leitungen und habe einfach den Strom abgestellt und da ist der Computer kaputt gegangen. Okay, dann gebe ich einen Tipp. Sie haben ja die Kundennummer von Ihrem Strom, Ja. steht die drauf und dann lassen Sie sich in die Schadensersatzteilung weiterleiten und sagen, wie das denn da aussieht. Ja, Dass das. wegen der Aktion Ja. das bei Ihnen da kaputt gegangen ist und dann müssen Sie da normalerweise Ja. auch einige kompetente Mitarbeiter von der Schadensersatzabteilung dann auch verlangen. Ja, Das darauf schaffen warte wir ich ja heute aber nicht gerade. mehr, weil heute sind die schon zu. Rufen Sie einfach selber dort an. Da habe Nochmal. ich ja Rufen Sie schon gemacht. morgen Ist immer, ja, Manager da nicht da, nochmal nicht da, selber. nicht da. Und ich glaube langsam, Das dass schwierig. den ich am Telefon habe, ich glaube, der ist es gewesen. Der will nur den Schaden nicht bezahlen. Und darum der immer Das weg ist wegen. möglich. Also wie gesagt, ich kann nur raten, dass Sie da nochmal anrufen, nochmal ein bisschen Druck machen. Ja. Vielleicht werden Sie vielleicht auch mal ein bisschen lauter, manchmal hilft das. Oh ne, das kann man nicht machen. Ja doch, wenn Sie nicht hören wollen, dann drohen Sie einfach mit einem Wechsel. Glauben Sie mir, dann sind Sie ganz schnell, kümmern die sich um Ihre Belange. Womit Drohen soll Sie ich einfach mal nur mit einem Wechsel. Mit mit einem was Wechsel drohen, wechseln? dass Sie Okay. an den Stromanbieter wechseln möchten, Ach wenn das so. nicht demnächst geregelt wird. Und glauben Sie mir, wie schnell die dann sind. Das kann man ja mal probieren. Probieren Sie es mal so, vielleicht funktioniert. Sehr Wenn was gut. sein sollte, können Sie sich ja gerne auch nochmal bei mir melden. Ja, und was Alles wollten Sie klar. jetzt bitte machen? Eigentlich zu fragen, ob damals die Optimierung gut verlaufen war. Aber Ja. das ist jetzt erstmal nebensächlich mit der Aktion, die jetzt davor war. Wie gesagt, klären Sie erstmal das. Und wenn Sie das geklärt haben, können Sie sich ja gerne dann auch nochmal bei mir melden. Ja, das ist ja schon in Klärung. Ich warte ja nur noch auf die Rückruf von denen, weil die wollen Deswegen gebe ja. ich einen Tipp, rufen Sie dann selber nochmal an. Ja, das ist Sonst ja warten Sie schon. ewig auf, Die sonst wollen ja warten nur Sie ewig auf noch. den Rückruf. Ne, die wollen ja nur noch das, wie heißt das, den Rechnung haben. Das musste ich raussuchen. Und dann ist das ja alles gar kein Problem. Dann suchen Sie die raus und dann melden Sie sich bei denen nochmal. Und ja, habe ich schon gemacht. Dann war's das hier. Und was sollen wir jetzt Perfekt. machen? Wir gar nicht. Also für uns geht es, wie gesagt, um die Optimierung gut verlaufen ist. Da haben Sie ja gesagt, dass das gewesen ist. Ja. Das war eigentlich auch schon meine Arbeit. Und dann weiß ich für Bescheid. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall Also, noch auch einen schönen warte Abend. mal, wollen Sie jetzt gar nicht Strom mit mir wechseln machen? Ne, ist ja bisher noch nicht nötig. Strom haben Sie ja noch. Erst dann müssen Sie das Problem geklärt haben, Ja, weil dass das wir dann ist. gucken können, dass wir dann wieder was Günstigeres kriegen. Weil das ist ja schon ein bisschen komisch, weil Sie haben ja gesagt, vor ein Jahr haben wir das gemacht, Da Sie, richtig? genau, das war ja damals die Tarifoptimierung erstmal. Das Problem ist, dass Ja. wir bei Ihnen jetzt erstmal noch keine Tarifoptimierung durchführen, solange das aktuelle Thema, das Sie da haben im Schadensersatz, noch nicht vom Tisch ist. Ja, aber Erst wenn das das ist vom Tisch ja. ist, können wir wieder nach einer neuen Optimierung durchschauen. Immer alles nacheinander. Ja, aber das ist ja alles nicht richtig. Ja, aber ich kann ja nichts machen, weil solange diese Sache bei Ihnen noch offen ist, solange dieses Thema noch nicht geklärt ist, kann ich Ihnen noch nichts anbieten. Nee, Das nee, ich darf ich meine. noch nicht. Ja, aber ich meine, das alles, was Sie sagen, ist gar nicht richtig. Ich habe das vor einem Jahr gar nicht gemacht. Das haben ja auch nicht Sie gemacht, Ja. das wurde für Sie gemacht von Ihren Stadtwerken. Ja, soll ich. Die Senkung Ihrer Netzkosten, da konnten Sie nicht viel machen. Jetzt soll ich Ihnen, muss ich Ihnen, darf ich Ihnen eine Beichte machen? Können Sie gerne machen. Ja, diese Name und den Adresse und die Telefonnummer, das gibt es erst seit ein paar Tagen. Wir machen so Test für Betrüger Callcenter. Okay.
Das heißt, ich kann das vor einem Jahr gar nicht gemacht haben. Und sie rufen auch von so einer Firma an, die den Leuten einfach irgendeinen Quatsch erzählt, damit die Vertrag machen. Sonst hätte ich einen Vertrag angeboten. Und ja, das habe ich ja nicht gemacht. Oder habe ich heute irgendwo einen Vertrag angeboten? Ja, wo habe ich Sie denn meinen? Ob das ja alles in Ordnung war. Wo habe ich Sie denn meine Telefonnummer her? Sie haben sich damals registriert auf einer Seite, die hieß jobpreis.de. Ja, siehst du, da kommen wir doch dahin. Das ist also von Gewinnspiel und nicht von Stadtwerken. Warum? Ich bin ja auch nicht die Stadtwerke. Ich habe nie gesagt, dass die Stadtwerke sind. Ich sagte, ich bin die von den Stromwerken. Ja, und ich habe vor einem Jahr eine Optimierung gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Sie rufen beide Leute an. Laut das Erste, was Computer sie... steht das so drin. Ja, dann hat er... Ich kann nur das sagen, was mein Computer mir sagt. Können Sie mir ein Screenshot schicken? Ich jetzt Feierabend habe, sicher nicht. Und ich darf Ihnen sicher nicht von unseren Systemen firmeninterne Sachen schicken. Ja, aber da stehe ja falsche Sache von mir drin. Also wenn Sie selber, in der Firma arbeiten, müssen Sie das aber normalerweise auch wissen. Ja, aber das stimmt hier nicht, was da drin steht. Also entweder wird der Computer gelogen, der Chef hat gelogen oder Sie haben gelogen. Aber irgendwer hat mich jetzt angelogen. Ich kann, wie gesagt, nur das vorlesen, was ist. Wie gesagt, wenn das nicht stimmt, dann kein Problem. Ich kann Sie auch gerne aus dem System rausnehmen. Nee, das ist alles kein Problem. Ich möchte da sehr gerne drin bleiben, aber kann ich bitte mit dem Manager reden? Ist keiner mehr da, wir haben Feierabend jetzt. Kann ich mit Teamleiter reden? Ich bin auch nicht da, ich bin einer der letzten Mitarbeiter noch. Kann jetzt. Ich dann mit Azubi reden? Oder Putzfrau? Hast du Putzfrau, mit der kann ich reden? Wir haben ja auch keine Putzfrau. Müsst ihr das selber machen im Callcenter? Nee, aber die kommt erst, wenn wir alle raus sind. No. Kommt erst zum 8. 9. Das ist ja schrecklich. Also kannst du mich dann wieder... Der ist doch aber auch beknackt, wenn man arbeitet und nebenan hat man eine Putzfrau, die da über den Tisch rumfährt. Das ist doch auch ableckend. Das ist mal ganz ehrlich. Ja, das ist, aber wenn die gut aussieht, ist das doch nicht schlimm, dann lässt du das was runter. Gut aussehen tut sie. Ja, wie weißt du das denn, wenn die erst nachher kommt? Weil die nicht immer unsere Putzfrau war und ich unsere Putzfrau kenne. Ach so. Eine Freundin von mir. Ja, siehst du, dann musst du mal irgendwas runterfallen lassen und dann muss die sich bucken und dann kannst du Gucke machen. Alles klar. Kannst du mir noch Gefallen tun? Jetzt kommt's. Kannst du mich bitte wieder in... Na, ja, was wolltest du sagen? So, ich dachte schon, ich soll ein Foto von der Putzfrau machen. Nein, du kannst du meine Nummer wieder in den Pool reinwerfen, dass mich morgen wieder einer anruft? Kann ich gerne machen, gar kein Problem. Super, vielen Dank. Schreibst du, Kunde hatte keine Zeit, bei Kommentarfeld rein? Alles klar, mach ich. Alles klar, wünsche dir schönen Abend. Auch so. Bis dann, tschüssi.